Denkfallen, Grundlage von Depressionen und negativen Verstimmungen. Heute werden sie aufgedeckt. Guten Morgen. Meine Videos zur Depression im Allgemeinen oder generell zu thematisch ähnlich gelagerten Bereichen haben immer wieder das Feedback erhalten, dass ich noch mehr konkrete und praktische Tipps geben soll, was man tun kann. Und diesem Feedback möchte ich mit diesem Video heute Tribut zollen. Denkfallen sind verzerrte und unlogische und negative Gedanken, die eine Person daran hindern, normal zu leben. Diese können situativ oder generell sein. Das macht für den Ablauf, den ich euch heute vorstelle, keinen Unterschied. Und Denkfallen sind nicht nur ein Grundproblem für Depressive, sondern für viele Menschen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Mir begegnet ein Mensch, den ich anlächle, der mich aber böse anschaut und ich dann in ein ganz spezielles Denkmuster verfalle. Der Mensch mag mich nicht und das behindert dann meine Selbstliebe, mein Selbstwertgefühl und entfaltet sich generell negativ auf meine Psyche. Das wäre ein situatives Beispiel. Dann gibt es aber auch generelle Denkfallen. Ein Beispiel dafür könnte sein, wir haben ein Vorhaben, was wir machen wollen und wir denken so, ah, das klappt sowieso alles nicht. Diese Denkfallen aufzulösen und überhaupt erst einmal zu erkennen, das ist wichtig. Denn natürlich ist nicht alles, was wir denken, eine Denkfalle, aber jede Denkfalle ist automatisiert und kann nur durch Bewusstheit aufgelöst werden. Denkfallen sind auch immer schädlich, weil sie eine Begrenzung der eigenen Wahrnehmung darstellen und somit den realistischen Blick auf das große Ganze nehmen. Nun möchte ich euch typische Denkfallen anhand ihrer Systematik vorstellen, unter der sehr, sehr viele Menschen leiden. Bevor wir dann dazu kommen, wie wir diese analysieren, also ob sie Denkfallen sind und wie diese, wenn sie denn Denkfallen sind, ja, aufgelöst werden. Negatives Denken. Das ist so die erste ganz große Denkfalle. Man geht einfach immer von dem Schlechtesten aus. Perfektionismus ist ebenfalls eine sehr beliebte Denkfalle. Viel zu hohe Ansprüche werden generiert, die oftmals unrealistisch sind und die eigentlich fast immer in einem negativen Feedback enden, weil man dem Perfektionismus eben nicht gerecht werden kann. Dichotomes Denken, also das, was ich auch versuche mit dem Abschalten der Daumen zu mindern. Also das Denken in Schwarz-Weiß, in Gut-Böse, richtig-Falsch. Ja. Diese Gedanken sind äußerst schädlich für eine gesunde Geisteshaltung. Dann auch das Katastrophisieren, weiß gar nicht, ob es das Wort gibt. Das bedeutet, negative Ereignisse werden tendenziell immer überbewertet. Auch verallgemeinern. Eine ganz konkrete Situation wird auf alles im Leben generalisiert. Man hat in einer Situation mal Pech gehabt, also hat man immer Pech. Ja? Und dann auch das Gegenteil davon, personalisieren, also das auf sich beziehen, sich zu wichtig nehmen. Emotionale Beweisführung, auch eine Denkfalle. Also das, was man fühlt, als Grundlage für die Richtigkeit einer allgemein zu bewertenden Aussage sehen oder eine Situation. Dann gibt es noch das Minimieren und das Maximieren, also entweder die eigene Schwäche überbewerten oder die eigenen Stärken unterbewerten und eben auch die Problematik des Gedankenlesens und des willkürlichen Schlussfolgerns, wie ja, in unserem einführenden Beispiel. Er schaut mich böse an, ah, er mag mich nicht. Ich denke, ihr habt jetzt erstmal so einen groben Überblick davon, was alles Denkfallen sein könnten. Und es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Nun nehmen wir uns mal einen Gedanken, den wir haben, also etwas, woran wir glauben, und überprüfen diesen dann. So, und schauen dann, nachdem wir diesen Gedanken haben, sukzessive, ob wir diesen Gedanken mildern können oder ihn auflösen können oder die negativen Effekte, die mit diesem Gedanken verbunden sind, ja, aufzulösen. Und das wäre dann sozusagen der nächste Schritt. Dadurch entstehen neuronale Netze, die konträr zu den negativen Gefühlen arbeiten und die keine entsprechende Hormonausschüttung initiieren, die zum Beispiel eine Depression erst zur Depression werden lässt. Weil eine Depression ist in allererster Linie ein Gefühlszustand, der durch entsprechende Hormone entsteht. Also nochmal, wir haben einen negativen Gedanken in unserem Beispiel. Der Mensch, der mag mich nicht. Das ist der negative Gedanke, ausgelöst dadurch, dass er uns böse angeschaut hat. Nun legen wir in einem ersten Schritt fest,
wie sehr wir davon überzeugt sind. Wie gesagt, alles das, was wir jetzt abgehen, das könnt ihr mit jedem anderen negativen Gedanken auch machen. Das ist jetzt eigentlich nur eine grundsätzliche praktische Systematik, weil wie gesagt, das war euer Wunsch, einfach mal sowas Praktisches. Also wie fest sind wir jetzt davon überzeugt von diesem negativen Gedanken? Und jetzt in dem Beispiel, der kann uns nicht leiden. Also wir sind auf der Straße gegangen, wir haben einen angelächelt, der hat uns böse angeschaut und wir denken, oh, der kann uns nicht leiden. So. Und dann entdecken wir diesen negativen Gedanken und fragen uns in dem Moment, hey, wie stark sind wir davon überzeugt? 0% ist gar nicht, 100% ist zu 100%. Und dann sagen wir zum Beispiel 70%. Ist unser Gefühl 70%. Die Festlegung dieser Zahl ist wirklich von euch in eurem aktuellen Gemütszustand zu treffen. Na? Also nicht groß lange überlegen, sondern einfach was euer Gefühl ist in dem Moment. So, und jetzt gibt es eine Reihe von Fragen, die ihr euch stellen solltet. Ihr werdet mit der Zeit diese Fragen auch ganz automatisch bei euch, ihr werdet die automatisch auswendig lernen, weil es immer wieder dieselben sind, die man sich dann fragen kann. Das trifft auch auf jede Situation zu. Ich werde diese Fragen, ich werde mir auch die Zeit nehmen und diese Fragen nochmal in die Infobox abtippen, dass ihr die dann, dann einfach da rauskopieren könnt. Oder ich mache euch gleich ein PDF zum kostenlosen Download, was ihr euch direkt ausdrucken könnt. Muss ich mal sehen. Auf jeden Fall in der Infobox werdet ihr auf jeden Fall auch wieder was Praktisches finden, wo ihr auf einen Blick das zur Hand nehmen könnt und eure Gedanken immer wieder sozusagen mit diesem praktischen Tool quasi hinterfragen könnt. Also der Gedanke war jetzt, der Mensch, der mag mich nicht, weil er mich böse angeschaut hat. Und ich bin zu 70% jetzt davon überzeugt. So. Und jetzt kommen die Fragen. Erstens, welche Beweise gibt es? Welche Beweise gibt es dafür? Da müsste man dann tatsächlich sagen in dem Moment, keine Ahnung, ich habe die Situation ebenso wahrgenommen. Das wäre jetzt so meine Antwort. Die zweite Frage ist, welche Anhaltspunkte sprechen dagegen und welche sprechen dafür? Für das, was ich denke. Dafür spricht, dass obwohl ich gelächelt habe, hat der nicht zurückgelächelt. Dagegen spreche, dass er vielleicht gerade selber in negativen Gedanken versunken war und mich gar nicht so richtig wahrgenommen hat. Die dritte Frage. Gibt es eine alternative Erklärung? Da wäre, wenn man so überlegt, alternative Erklärung, ja, der Mensch könnte auch generell einfach ein negatives Erscheinungsbild haben, weil er ständig irgendwelche negativen Erlebnisse hatte und auch in Denkfallen gefangen ist und das ist einfach sein Standardgesicht, das böse Gesicht. Ne? Die vierte Frage wäre, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Ist ein Überleben dieser Situation möglich? Ja, eigentlich ist es überhaupt nicht schlimm, wenn ich die Frage so stelle. Nicht jeder muss einen mögen. Und selbst wenn es so wäre, dass er mich nicht mag, so geht mein Leben doch eigentlich völlig unbeeindruckt weiter. Die fünfte Frage ist, was ist das Beste, was passieren könnte in dieser Situation? Vielleicht, dass mein Lächeln ihn, auch wenn er es nicht so gezeigt hat, den Tag versüßt und er aus seinen negativen Kreisläufen mal kurz ausbrechen kann, weil er gesehen hat, dass es nette Leute auf dieser Welt gibt. Das sechste ist, was ist das realistischste Ergebnis aus dieser Situation? Was ist das realistischste Ergebnis? Wahrscheinlich einfach gar nichts, weil nichts passiert. Gibt ja nicht irgendwie eine Konsequenz dieses Zusammentreffens, also gar nichts. Ja. Die siebte Frage ist, welchen Effekt hat es, wenn du diesem Denken, von dem du zu 70% überzeugt warst, wenn du diesem Denken, diesen Glaubenssatz, wenn du diesem Denken glaubst, was ist die Konsequenz? Naja, würde ich sagen, wenn ich daran glaube, dass er mich nicht mag, dann unterstütze ich mich für mich diesen Gedanken, dass ich nicht liebenswert bin. Das ist die Konsequenz. Weil wenn er mich nicht mag, bin ich nicht liebenswert. Genau. Achte Frage. Welchen Effekt hat es, wenn du das Denken diesbezüglich veränderst? Wahrscheinlich genau das Gegenteil von dem, was ich jetzt erlebe. Ich kann die Situation neutral bewerten und dadurch
ändert sich nichts bezüglich meiner Selbstliebe und ich kann zusätzlich wahrscheinlich eine Denkfalle auflösen. Und das letzte ist, was solltest du tun? Was würdest du einem guten Freund raten, der diese Gedanken hat und sich an dich wendet? Ja, was würde ich tun? Ich würde ihn beruhigen und sagen, dass es überhaupt nichts mit dir zu tun haben muss, warum der Mann so böse geschaut hat. So, und nachdem ihr euch diese neuen Fragen, die ihr euch unten gesagt ausdrucken könnt, stellt bei eurem negativen Gedanken und sie individuell beantwortet, dann fragt euch dann noch einmal, wie stark ist eure Überzeugung bezüglich des Gedankens? Und überprüft diesen Gedanken auf eine Denkfalle. Bei diesem Beispiel würde ich wahrscheinlich jetzt bei 20-30% angekommen sein. Aber egal was rauskommt, wenn ihr nun weniger überzeugt seid als am Anfang, also mit eurer Bewusstheit hinterfragt habt, dann ist es ein deutlicher Hinweis darauf, dass ihr eine Denkfalle gefunden habt. Und das ist natürlich toll. Weil das bedeutet, dass ihr nun bewusster damit umgehen könnt und diese automatisierten Gedanken, die euer Leben in eine Abwärtsspirale ziehen, aufhalten könnt. Geht all diese Fragen noch einmal durch. Fangt wirklich an darüber bewusst nachzudenken, wieder und wieder, bis ihr sie komplett auflöst. Oder zumindest auf, einen gewissen niedrigen prozentualen Bereich bringen könnt. Ihr könnt das wirklich für jeden negativen Gedanken machen, den ihr habt. Ich bin mir sicher, viele werden dankbar sein für diesen Ansatz, weil ich habe das selber ausgeführt 2 Tage lang und die Fragen kommen natürlich auch nicht alle von mir, ich habe das auch nur recherchiert und gelesen und ich muss sagen, es löst sich so gut wie alles auf und es gibt so viele Denkfallen. Ja, also wie gesagt, die Fragen unten in der Infobox unbedingt runterladen und wenn ihr weiter tägliche Inspirationen und Informationen für ein bewusstes und auch zufriedeneres Leben haben wollt, dann abonniert mich und wir sehen uns dann morgen wieder mit einem neuen Thema. Alles Liebe, Euer Christian. Tschüss.